Nachdem wir schon vor ein paar Wochen neue Informationen zu einem Hautfarben-Update erhalten haben, wurde jetzt von EA direkt mehr Informationen zum kommenden Update geleakt, über die ich in diesem Video sprechen möchte. Die Entwickler haben sich mal wieder verplappert und einige neue Informationen zu zwei kommenden Updates veröffentlicht, welche aber mittlerweile wieder gelöscht wurden. PKSims konnte den Blog-Eintrag eines Community-Managers im offiziellen Forum aber noch screenshotten, sodass wir uns über viele neue Informationen freuen können. So soll es am 6. Oktober für PC und am 10. November für die Konsolen das erste Update geben, mit dem zwei Frisuren aus dem Spiel nochmal überarbeitet sowie neue Hautfarben hinzugefügt werden sollen. Das zweite Update wird im Dezember erscheinen und dann noch mehr neue Hautfarben hinzufügen. Es sollen laut Eintrag über 100 werden. Außerdem wird mit diesem Update dann auch ein neuer Hautfarben-Slider sowie Slider für Make-up im Spiel implementiert, mit dem man dann vermutlich die Helligkeit und beim Make-up die Deckkraft frei anpassen können wird. Zu diesem Update wird es ebenfalls im Oktober neue Informationen geben, der Leak scheint wirklich ziemlich plausibel zu sein. Wenn es hierzu neue Informationen geben sollte, werde ich euch natürlich ebenfalls auf dem Laufenden halten. Na, freut euch auch schon so auf das große Update wie ich? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.